Herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Jo, jetzt geht's los. Wir blättern ein bisschen in unserem Revell-Katalog. Vorab noch so hier ein paar kleine Dinge, die habe ich mir aus meinem Bastelladen gekauft. Ich vergesse den Namen immer wieder, obwohl ich da immer sehr oft da bin. Werken, Spielen, Schenken. Der ist hier bei uns in der Schlossstraße in Berlin. Wenn ja, also haben nicht nur Modellsachen, sondern die haben viele, viele, die haben ganz viele Sachen. Das ist richtig groß. Also schaut da einfach mal vorbei. Solltet ihr in Berlin sein, geht mal vorbei. Schlossstraße, ich glaube 110B, wenn das wieder, wie ich das hier erkennen kann. Ne? Ja. Ich muss dazu noch sagen, ich werde nicht gesponsert von Werken, Spielen, Schenken. Ich sage nur, es ist ein schöner Laden. Und da sollte man doch einfach mal hingehen, wenn man was für Modellbau sucht oder Spielsachen oder alles. Die haben so viel. Ich hab mir ehrlich gesagt noch gar nicht so alles da angeguckt. Ich habe nur so reingeschaut von oben, also so rein in den Eingang und dann wosch, alles voll. Und dann geht es nach hinten irgendwie zur Treppe runter zum Modellbau. Auf jeden Fall super nette Leute da. Wenn man Fragen hat, helfen sofort. Schaut mal vorbei. So. Gut, was habe ich mir hier geholt? Ich habe mir hier so ein kleines Messerchen geholt, um ja, das mal so abzugraden oder so. Mit der Zange, die Zange lässt langsam auch nach. Von daher habe ich das mitgenommen. Was habe ich bezahlt? Da habe ich bezahlt 2,99 € und gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mir erstmal nur einen mitgenommen. Früher oder später werde ich mir auch Ersatzklingen da auch noch mal holen. Mal schauen. Vielleicht geht die Woche jetzt noch mal runter. So, dann habe ich mir was zum Feilen geholt in zwei verschiedenen Stärken. Ich weiß nicht, wie die Schmirgelpapier oder wie die heißen. Einmal Stärke 100 und einmal Stärke 60. Da habe ich je, lass mich lügen, steht doch hier, 1 €. Genau. Schleifschwämme heißen die. Ja, verschiedene Stärken. Ja, also fühlen sich auch sehr gut an. Also ja. Was soll man dazu sagen? Schleifschwämme. Super. Und dann natürlich, darum bin ich ja auch hingegangen. Da muss ich natürlich sagen, als ich da war keiner mehr da. Es war keiner mehr da. Ich war traurig, dachte ich, naja gut, okay. Na, da gehe ich mal die Sachen bezahlen. Aber dann habe ich gefragt, habt ihr da noch vielleicht einen? Und dann haben die hinten rumgeguckt bei sich und sie haben doch einen gefunden. Top. Gut, wir werden jetzt hier mal so ein bisschen rumblättern. Hier ist ja auch eine schöne, ja, ich sag mal, Preisliste mit bei. Aber ich werde mir jetzt einfach nur so einen Stift hier nehmen und eigentlich einen kleinen Zettel. Da wollte ich aufschreiben, was ich da gerne eventuell haben möchte. Gut, so. Ich habe hier ein großes Büro. Ich finde keinen Zettel. Kann man Hände mit draufschreiben? Nee. Gut, okay, Moment, ich bin gleich wieder da. Zettel! So. Der kommt hier hinten hin. Da schreiben wir dann auf, wenn wir irgendwas haben wollen. Ich habe hier schon reingeguckt, ich hatte mir hier schon zwei Striche gemacht, weil ehrlich gesagt, ich habe das Video schon mal versucht zu machen, aber da ist nichts draus geworden. Ich wurde zu oft gestört, das Telefon hat immer geklingelt und naja. So, aber jetzt habe ich Ruhe, Telefon ist aus. Gut, auf jeden Fall, wir haben hier unsere Preisliste. Und wenn wir dann was sehen, was mich interessiert, dann schaue ich hier mal nach und gucke mal, wie teuer das ist. Und dann eventuell schreibe ich das dann auf. Im vorherigen Video habe ich nicht sofort die Sachen immer gefunden. Von daher, wenn ich das nicht so schnell finde, dann lasse ich den Posten offen. Schreibe es mir nur auf, dass ich daran Interesse habe. Und dann, was nicht heißt, dass es gekauft werden muss von anderen, sondern das ist für mich. Ihr sollt daran teilhaben. Gut. Fangen wir jetzt mal an. Super. So, ist alles gut im Bild. Mal ein bisschen näher ran. So, hier.
Kudikowski, was haben wir hier? Deine Idee, eure Entscheidung. Ja, einen Hubschrauber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gebaut. Das ist auch nicht so. Ich weiß nicht, Moment. Also wenn das, sagen wir mal so, wenn es den Airwolf gäbe und den Blue Thunder, dann in Deutsch das fliegende Auge, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Hubschrauber bauen wollen. Ja, den habe ich, den Sammerbus, den, den zeige ich nicht. Ich bin ja noch blutiger Anfänger, aber den habe ich gebaut. Es fing ganz gut an, doch dann hatte ich mir gedacht, Tom, du musst jetzt unbedingt Airbrush haben. Also hat Tom sich das Starter-Set von Revell gekauft, hat drauf losgepustet, mal davon abgesehen, diese Emalfarben. Also es wird immer gesagt, die lohnen sich, also die sind nicht so gut so für Sprühen. Da muss man die verdünnen und mit Terpentinersatz oder so. Ja, besser wären natürlich die Aqua-Farben, ne, von Revell. Sind auch etwas größer. Die kann man auch ein bisschen mit, ich glaube, mit destilliertem Wasser kann man die mischen. Aber ich bin kein Fachmann. Ja, auf jeden Fall habe ich die mit Terpentin gemischt, meine Emailfarben. Habe dann gesprüht. Ich sag mal so, eine Schicht sah super aus. Super. Ich war sowas von begeistert. Ich hätte vor Freude heulen können, weil ich als Anfänger fange an zu sprühen und es sah top aus. Ja, doch dann ging es los. Ich hatte mir eine kleine Sprühkabine gebaut. Die habe ich jetzt mittlerweile weggeschmissen. So aus Styropor. Das war der Fehler. Wenn ich den gesprüht habe, ja, dann ging das so an den Seiten. Und Styropor ist besonders anfällig gegen Terpentin. Das frisst sich durch. Also hat ihn lauter Löcher und der Gestank von Terpentin war nicht so erträglich. Also ich habe das alles weg wieder eingepackt und los, weil als ich nochmal so rüber gesprüht hatte über das Dach, das wollte ich weiß machen, sah es totale Grütze aus. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht liegt das darin, aber nee, daran kann es nicht gelegen haben, dass es an der Airbrush von Revell lag. Es ist ein Anfängerding gewesen und ich habe es verbockt. So, und ich werde mir wahrscheinlich doch nochmal entweder das Revell holen oder gleich ein vernünftiges, ich will nicht sagen vernünftiges, das von Revell fand ich auch sehr vernünftig. Das war toll. Ja, das, der Anwender war scheiße. Ne? Na gut, mal gucken. Viele sagen ja, ein Kompressor, ne? Ich hab mir schon was rausgesucht, einen großen Kompressor. Den mache ich mir hier an die Wand, dass er nicht so auf dem Boden steht. Und eine schöne Airbrush-Pistole. Aber wie gesagt, das ist doch Zukunftsmusik, weil ich mache erstmal mit Pinsel. Ja, okay. Beziehungsweise ich muss den noch hier auch noch zu Ende bauen. Aber wann das passiert, keine Ahnung. Im Moment habe ich an dem Sammerbus die Lust verloren. So, was haben wir hier? Bandai. Exklusiv bei Revell. X-Wing Starfighter. Ja, ich habe den Snowspeeder. Aber nicht den, ich habe den anderen Snowspeeder. Ich habe den... ich habe keine Ahnung, wie die Bezeichnung ist. Aber der müsste doch hier irgendwo, wenn auch gleich kommt. Egal. Ja, AT-AT hätte ich wahrscheinlich auch mal Bock drauf. Besonders wie auf so einen Todesstern. Aber, naja. Ganz besonders cool. Haha. Millennium Falcon mit LED. Okay. Da, ich hatte ja schon Millennium Falcon als Stern gebaut. Das habe ich sogar auch per Video gemacht. Es gibt ja einen Videobaubericht. Und der war gut. Das war so ein easy Click, oder wie es heißt. Ne? Also nichts mit Kleben. Entschuldigung, aber es hat mich letztendlich doch mehr aufgeregt und ich hatte einmal Angst gehabt, dass ich da irgendwas kaputt breche, weil man muss immer drücken und dann macht das Knack und dann, aber naja. So, ich gucke mal, ob ich den finde. Star Wars 1206. 1206 Junior Kit Star Wars. Gut, aber da sind wir wieder. Da waren wir 11.
12 hatte ich eben gesehen. 12.06, da ist der Millennium Falcon. Ich kreuze mir unter Vorbehalt an. 12.06, Millennium Falcon. Ich mache mal was so. 399 €. Okay. Ich habe ihn erstmal einfach so mal angekreuzt. Ich werde ihn wahrscheinlich nie bauen, weil so viel Geld gebe ich nicht aus dem Modell. Tut mir leid. Aber es ist schon richtig geil. Es ist nice. Richtig nice. Schon allein das Cockpit hier, dass es leuchtet. Na, also, das ist ein Schmuckstück ist das, wirklich. Aber 399. Aber weißt du was? Ich schreibe ihn mir trotzdem auf. 0, 12, 0, 6. Wir brauchen einfach nur die Artikelnummer. So, was haben wir denn hier noch? Build and Play. Das nochmal Millennium Falcon mit Licht und Sound. Also ich mag gerne Raumschiffe, mag ich gerne zusammenbasteln. Flugzeuge. Weiß ich nicht. Hubschrauber, wie gesagt, wenn sich da mal was ergibt, aber ansonsten eigentlich eher nicht. Hier, den habe ich. Den habe ich gebaut. Den habe ich. Auch da komme ich jetzt nicht an. Ja, Star Wars ist natürlich eine feine Sache, ne? So ein paar Sachen aus Star Wars zu haben. Aber wie gesagt, ich. Ja, AT-AT. 40 Jahre Edition. Auch nicht schlecht. Enterprise, genau. Da habe ich die erste fertig. Das war die hier. Die 1701. Die habe ich gemacht. Die habe ich auch fertig. Die steht im Wohnzimmer. Aber ohne Licht, also das scheint ja mit Licht zu sein, oder? Oder auch nicht, aber auf jeden Fall gibt das Ding ja auch mit Licht. Bei mir hat sie kein Licht. Die steht bei mir im Wohnzimmer und diese 1701, die von Into Darkness, die ist noch, wie nennt man das? Im Raumdock. Da mache ich mir auch noch an. Aber erstmal bin ich mehr, hatte ich mehr Lust so auf das, oh, das tolle, muss ich wieder noch zeigen. Das U-Boot hier. Besonders, man stellt es schön hin und dann sieht man das von innen. Ich bin schon am Überlegen, ich glaube, ich muss sowieso noch mal zu meinem Werken spielen schenken, um mir kleine Figuren zu holen. So zwei, drei Figuren. Mal gucken, ob es die einzelnen gibt. Die möchte ich gerne hier so unten hier rein stellen, wenn es passt, und hier oben auf Deck. Ja, auch noch mal so zwei, drei oder so. Und eine ganze Kompanie, die da stramm stehen muss oder so. Mal schauen. Da lassen wir uns überraschen. Oh, was haben wir? Camaro, Konzeptcar, okay. Ah, das ist das Easy Click, genau. Da hatte ich meinen Millennium Falcon. Es hat mir Spaß gemacht. Also, ich werde es ja nicht schlecht reden, dass es jetzt blöd war oder so, aber ich mag gerne den Klebergeruch. Ja, und der hat mir da so ein bisschen gefehlt. Und dass ich Angst hatte, dass ich irgendwas kaputt mache, weil ich am Drücken war. Ja, RMS Titanic, 3D-Puzzle. 3D-Puzzle, würde ich vielleicht auch machen, aber ich bin so mehr so der, ich hätte mehr Lust so, wie nennt man das, Architektur. Also den Dom von Notre Dame oder so, oder Schloss Neuschwanstein. Da hätte ich Bock drauf, das zu bauen. Das muss ja nicht immer was kleben, kann ja auch ein 3D-Puzzle sein, aber ja, am liebsten so halt Gebäude. Ne? Top Gun Maverick, jetzt exklusiv bei Revell. Easy-Click-System. Wie gesagt, so, Top Gun geil, ne? Ich bin ein richtiger Top Gun-Fan, aber Kriegsflugzeuge. Vielleicht muss ich einfach mal einen bauen und vielleicht muss ich da einen Geschmack für. Ich meine, jeder hat seinen Geschmack, was er gerne baut. Ich habe es nun gerne irgendwie mit Schiffe. Ne? Also man sieht es ja auch, die
Bismarck von Aschett, die baue ich. Ne, da habe ich jetzt die. Ja, es ist halt Corona, da kommen im Moment Lieferschwierigkeiten. Oder es geht halt nicht so schnell. Aber auf jeden Fall habe ich schon Bescheid bekommen, dass meine nächsten Ausgaben jetzt auf dem Postweg sind. So. Ja, und was mache ich noch gerne? Einen Truck baue ich auch mal gerne. Also mal davon abgesehen. Oder ein UFO. Also jetzt, ich meine, das nicht zu Star Wars, aber so UFO, irgendwie sowas. Da gibt es da was ganz Tolles von der NASA. Oh, da hätte ich Bock drauf. Genau, zum Beispiel hier das Hornibu 2. Ja, hätte ich nichts gegen einzuwenden. Mal gucken, ob ich auch hier noch alles richtig im Bild ist. Flugzeuge. Ganz ehrlich, ich hatte ja auch mal Bock gehabt, immer es gibt so Modelle, da baut man sich einfach nur so einen Motor zusammen. Ja, und da habe ich dann beim ersten Durchlauf, als ich das hier aufgenommen hatte, hatte ich von Revell auch einen Motor gesehen. Und da habe ich mich sofort drin verliebt. Ich dachte, oh geil, das Ding muss ich eigentlich auch mal bauen. Ne? Das kommt auch noch. Das ist, glaube ich, was war das, so ein V8-Motor. Ja, Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge. Wie gesagt, ich bin nicht so der Flugzeugfan, aber mein Gott, aber bauen will ich es auch, wenn ich es habe. Dann. Wo hier geht's los? Ah, Apollo, Saturn und das Space Shuttle und die Space Shuttle Atlantis. Nice, nice, nice. Hier, und da kommen wir. Ah. Jedes dieser Teile, ich habe mich drin verliebt. Also sowas von verliebt. Ich habe immer einen Frosch im Hals. Ich habe die auch schon, sowieso alle schon bei mir beim Amazon drin. Aber ich kann ja noch mal kurz gucken, wie die Preise hier so sind. 03, findet man das jetzt mal hier schnell oder 03 703? 700. Nee, da findet man erstmal auch nicht. 03. Natürlich ist die Brille auch nicht von Vorteil. Naja, ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch egal. Aber ich schreibe es mir trotzdem auf. Also das 03 703. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hätte gerne noch den Preis jetzt so gewusst, aber ich weiß immer nicht. 03. Na, sind wir hier richtig? Militär? Nee, das ist nicht Militär. Meine Güte, wo habt ihr das untergebracht? Komme ich überhaupt nicht klar. Schiffe, vielleicht auf der anderen Seite irgendwie. Das jetzt, aber hier ist nichts mit 03. 3. So, einmal drehe ich nochmal um und guck nochmal. Junior Kit Technik, Star Wars, Bandai Click, Build Technik, Schiffe. Autos. Wieso habt ihr nicht extra noch eine Rubrik? So. Mondlandung. Ich meine, ihr habt ja auch eine ganze Seite dafür. Also, wo es sein könnte, ist es aber nicht. 03 703. Ne. 03. Helikopters. Ich gucke hier nochmal. Überfliegen, nein. Da ist es nicht. Na gut. Keine Ahnung, vielleicht hat es nicht in die Preisliste geschafft oder ich bin wirklich blind. Ich denke mal eher, ich bin blind. Star Wars Modelle. Easy Click. Das brauchen wir nicht. Ja, ich bin hartnäckig. Ich will jetzt eigentlich gerne wissen.
0337 Hubschrauber. Das müsste eigentlich vor den Hubschraubern sein. Aber egal. Auf jeden Fall ist es das. Ich schreibe mir die Apollo 11 auch noch mal gleich mit auf. Das ist so. Das ist jetzt, es ist so meine Liste, was ich gerne gebaut haben möchte. Und jetzt ist bei der Mondlandung ja dieses, möchte ich gerne, also das komplette Set. Nummer 2 und 03701 und dann haben wir die 03790. Mal schauen, vielleicht kommt da noch irgendwas. Ja, das Space Shuttle, ne? Und zu 144 und andere 1 zu 96. Ich schreibe es mir trotzdem mit auf 04 736 und 04 544. Das heißt nicht, dass ich jetzt losgehe und das alles kaufe. Das ist, ich mache mir nur gerne Notizen von Modellen, wo ich sage, oh, das, wenn ich das. Hätte ich mal Bock drauf. So. Aber ich denke mal, die sind ziemlich teuer. Ja, Hubschrauber. Schiffe. Ja, ein Segelschiff habe ich bis jetzt noch nicht gebaut. Außer diese spanische Galeone, oder wie es die heißt. Wo habe ich die eigentlich? Achso, die ist auch im Wohnzimmer. Und das war das einzige Segelschiff. Aber pff, warum nicht, ne? Titanic hätte ich auch Bock. Da ist bei Werken schenken spielen. Heißt nicht so. Ich habe immer gesagt, ich das. Nee, Werken spielen schenken. Ist hinter dem, wo die Verkäufer sind, hinten ganz oben ein Riesenpaket von der Titanic. Er ist so mega groß. Boah, ich habe gar nicht nach dem Preis gefragt. Und ich muss noch mal sagen, ich werde von Werken Spielen Schenken nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Ne? Also Military Chips. Ja, U-Boote. Das haben wir. Es gibt auch noch ein paar U-Boote. Es gibt auch ein paar teure U-Boote. Ne, da habe ich bei dem Laden, ne, da habe ich auch einen gesehen. Ich glaube, das kann 200 € oder so. Die Bismarck. Ja, die Bismarck. Ja, da haben wir im Moment die unsere Metall-Bismarck. Da geht es ja auch bald weiter. Ne? Aber ich wäre natürlich nicht abgeneigt, die auch noch mal von Revell zu basteln. Battleship Bismarck. Da gibt es noch mal 2007. Ne? Und das ist, das ist die neuere Version. Ne? Naja, gut. Oh ja, Starsky und Hutch. Wenn ich jetzt Autos baue. Autos basteln ist cool, weil ich mag die Chromteile. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Chromteile. Die fühlen sich so toll an. Meilensteine der Porsche-Geschichte. So. Porsche, ich weiß nicht, ich habe nicht so ein spezielles Auto, was ich cool finde. Eigentlich nicht. Von IAM Legend, den Wagen finde ich cool, das war ein Ford, weil das gibt es ja nicht hier auch, möglicherweise. Und jetzt ist Porsche. Wie hieß er mal? Ich wusste erst mal, wie der hieß. Oder war das Mustang? Ford Mustang? Ja, natürlich, hier Ford Mustang. Ich glaube, das ist der hier. Aber komm, egal. Ich habe keine Ahnung von Autos. Null. Ich weiß nur, dass hier bei dem Film IAM Legend, dass ich den Wagen cool fand. Diesen rot-weiß gestreiften da. Oder weiße Streifen, roter Lack. Egal. Ja, hier ist unser VW, den Samba-Bus. Den gibt es natürlich jetzt auch, gibt's auch mit Elektronik, ne? Das alles leuchtet. Ich habe die normale Version.
Ja, Panzer habe ich noch nie gebaut. Also wenn es interessiert, jemanden kann gerne mal hier ja, einfach Stopp machen oder ja, Pause und mal reinschauen. Cool. Ambulanz. Okay, bei sowas Alten, so ein Auto, so, oder ich sag Kriegsfahrzeug oder Militärfahrzeug, würde ich auch noch bauen. Ja, auch noch was brauchen. Ja, für so ein Jeep hier wahrscheinlich auch noch, ne? Jeeps, die finde ich auch cool. So, was haben wir hier? Gips-Sets. Das ist doch ein 3D-Puzzle. Ein Diorama. Jo. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Da habe ich auch schon drauf gelinst, aber ich habe es mir auch noch nicht aufgeschrieben, weil. Ach, ein bisschen teuer. Ein schönes Modell hat seinen Preis, natürlich. Na, aber ich bin, bevor ich jetzt irgendwas Teures anfange, möchte ich doch schon etwas fortgeschrittener sein, weil ich mache immer noch viele Fehler beim Basteln und ja, siehe Bismarck. Na, mir fliegen manchmal Teile weg oder brechen weg. Na, ich muss noch da hinschreiben zu Aschett und ich brauche da so zwei Ersatzteile noch, ne, die ich versaubummelt habe. Modellbausets haben wir hier. So, zwischendurch, da sind auch gleich so drei Farben, drei oder vier Farben mit bei. Pinsel und Kleber ist auch nicht schlecht, kann man auch gut gebrauchen. Was ich auf jeden Fall brauche, das muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben auf meine Liste, die ich auf jeden Fall, das, was ich auf jeden Fall kaufen werde. Das ist Farben, hier vom Revell Farblöser da. Oh ja, hier. Den habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben, glaube ich. Den habe ich hier. Zu gucken, MS Hood habe ich aufgeschrieben, das Schiff, genau, das MS Hood habe ich mir aufgeschrieben, habe ich mich, warum habe ich mich aufgeschrieben? Ach ja, genau, weil ich die cool fand. Die schreibe ich gleich auf den Zettel 0 5 6 9 3, wenn ich mich, wenn ich das richtig sehe hier, ne? Geschenkeset 100 Jahre Titanic nehmen wir auch gleich noch mit. 15. Wie gesagt, ne? Ich renne nicht gleich morgen los und kaufe mir das. Ja, Millennium Falcon, den habe ich jetzt erstmal schon bewusst wieder vergessen. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die Workstation, das ist was anderes. Ah nee, den habe ich bei Amazon, glaube ich, gesehen. War, glaube ich, gar auch nicht so billig. Egal, auf jeden Fall ein schöner VW Käfer und hier ein von 51, 52. Mit ja, Motorengeräusch, denke ich, und Licht und erste Sahne. Das wäre nochmal ein richtiges Abenteuer, sowas zu basteln. Ne? Schönes. Ha, es gibt so viele schöne Dinge. Ja, Drohnen. Da war ich auch schon überlegen, ob ich mir mal eine Drohne hole. Ne, aber da ist es so viel mit verbunden irgendwie. Mit irgendwie eine extra Versicherung oder so. Weil ich will mir natürlich, wenn ich mir eine Drohne hole, nicht so einen Kleinkram holen. Soll schon was Vernünftiges sein, ja. Aber wie gesagt, das lasse ich auch erstmal in weiter Ferne. Arizona. Missouri Battleship. Ja, hier haben wir USA-Fahrzeuge. Hier ist mal wieder unser Starsky und Hutch. Hatten so ein Auto nicht mal so hier. Wie hieß die nochmal? CC Top, ne? Ich glaube, CC Top hießen die. Auch nicht schlecht. Der 48er Ford Police Coupé. Hier ist er. Gleich aufschreiben. Da habe ich auch den Preis im Kopf.
Der kam bei Amazon 77 Euro. Genau. Ist, glaube ich, so groß oder so. 1 zu 4. Und das Ding läuft auch, ne? Ja, das war. So, hier haben wir unsere 3D-Puzzle. Schloss Neuschwanenstein. Das ist ja noch mal so ein 3D-Puzzle, was ich wirklich Lust hätte zu bauen. Tower Bridge auch sehr gerne. Brandenburger Tor habe ich hier in echt. Einen schiefen Turm von Pisa. Ne, dann wird meine Frau verrückt. Die flippt immer aus, wenn irgendwo was krumm ist. Da, Schloss Neuschwanenstein. Das schreibe ich mir gleich mal auf. 0020. Habe ich es richtig? 0020. Oh, hier ist er. Notre Dame de Paris. Schönes Gebäude. Sehr schönes Gebäude. 0019. Das nehmen wir auch gleich mit. Da muss ich noch mal gucken, auch wie die Preise sind. Oh, Schloss Neuschwanstein in Multi-LED. Ach du Scheiße. Oh, warum bin ich nicht reich? Aber das sieht ja. Cm. Zentimeter. Das sind 19, 21, 33. Das erste mache ich weg. Ich möchte, wenn überhaupt, dann doch die 00. 1, 5, 1. So schön mit Leuchte. Das gefällt mir. Das finde ich geil. Was haben wir? Flix-Kit. Jo. Ist das ein Laserschwert oder was ist das? Irgendwie was Klebriges. Ne? So, ah ja, hier diese Matte. Gut, ich hatte sie mir aufgeschrieben. Aber ich hatte es mir, glaube ich, jetzt doch mal überlegt, dass es nichts ist für mich, weil hier ist eine ganz kleine Arbeitsfläche nur. Also ich weiß nicht, wie groß das ist. Keine Ahnung. Aber ich habe hier nicht genug. Na gut, ich meine, wenn man sich ein Modell vornimmt, dann nimmt man seine Farben, packt sie da rein. Ja, ich möchte aber gerne das haben, wo ich alle meine Farben reinpacken kann. Sofort, so, zack, klatsch. Aber es ist nicht schlecht. Ja, man hat eine Ablage für seine Pinsel und packt seine Farben ran und seinen Kleber und eine Ablage hier, Ablage da. Es ist nicht schlecht. Aber für mich ist das nichts. Ist nichts. Ist aber eine coole Sache. Ja, so ein Messer habe ich mir jetzt ungefähr. Ja, so ein Schneidemesser. Gravieren. Spezialwerkzeug zum Gravieren. Ich graviere nicht. Solche Klemmen, genau, die brauche ich, werde ich mir auch noch zulegen. So, Werkzeuge habe ich eigentlich genug. Wie gesagt, ich brauche nur solche Ersatzklingen für mein Skalpell da. Pinsel habe ich auch genug. Töpfchen habe ich auch. Die hatte ich mir geholt, als ich mir den Airbrush machen wollte. Habe ich mir Töpfchen gekauft gehabt und dann solche Pipetten-Set noch und solche Fläschchen. Oh, ja, kommen wir zu den Farben. Ich hätte gerne mal so einen Poster, nur mit Farben von Revell, von dem Ganzen, was sie da haben. Eine ganze Produktpalette. So, und dann hatte ich hier was gesehen, Aquacolor Mix. Nein, das ist es nicht. Color Clean, das ist das, glaube ich. Ne? Reiniger entfernt abgetrocknete Farbreste aus Pinsel. Nee, das ist es auch nicht. Was ist das jetzt? Nach dem Gebrauch von Lack man muss zu pinseln, das ist auch nicht. Wo ist das jetzt? Das war nur, wenn jetzt einmal ein Modell schon Farbe dran ist, dann kann man es damit lösen. Paint Remover, das ist das Ding hier. Schreibe ich mal gleich auf. 39617. Richtig? 3617. Ja, da mal gucken.
Da muss ich gucken. Ich muss ja sowieso jetzt noch mal runter zu meinem Bastelladen. So, hier haben wir die Airbrush. Sieht etwas anders aus. Ich hatte noch diese Version mit dem blauen Kompressor drin. Gibt es einen ja, normalen Kompressor, also einen einzelnen Kompressor. Aber bevor ich jetzt anfange mit Airbrush, also das, ach, da brauchen wir erstmal nicht. So, was haben wir hier denn? Packende Verbrecherjagd. Oh nee, dafür bin ich noch zu jung. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Achtung, fertig, los. Peppa Pig. Exciting Stunt Action. Ah, das ist alles jetzt für mich jetzt nicht so wichtig. Oh. Da ist ja Licht drunter. Das ist ja drückt mal wieder eine geile Sache. Aber kaufen will ich es mir nicht. Ist, glaube ich, auch eher was für große Kinder. Ja, geil, ist schon cool. Ja, Schiffe. So, jetzt ferngesteuerte Schiffe. Naja. Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Quadcopter. Aber wie gesagt, bevor ich mir jetzt wirklich so was Teures kaufe, mal wie heißt die eine da? Phantom, die eine Drohne. Ja, die war. Bevor ich sowas Teures kaufe, kaufe ich mir etwas Billigeres oder was Billiges, womit ich üben kann. Weil sich gleich als Einsteiger so ein fettes Ding zu kaufen, ich glaube, das tut man sich selber keinen Gefallen mit. Go Video Pro. Wie viel Livestream? Naja, aber wie gesagt, mit Drohnen, da mache ich erstmal im Moment nicht so. Das hat Zeit. So, ich glaube, jetzt kommen wir hier zum Ende. Ja, ich glaube, das war's. Das war's. Jo. Das war der Revell-Katalog 2020. Hinein damit. Ich habe eine Liste. Eine kleine Liste. Wie gesagt, ich habe mir das nur notiert, dass ich es nicht vergesse, was ich gerne so an Modelle noch machen möchte, was ich mir zu Weihnachten wünsche oder zu Weihnachten selber kaufe oder. Gut, das von dahin, Freunde. Habe ich noch irgendwas? Nö. Bleibt gesund, passt auf euch auf und jo, wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann. Tschüss.